Buenvenidos a las Islas Canarias. Herzlich willkommen auf den Kanarischen Inseln. Einer unserer Lieblingsurlaubsorte, ganz klar. Vor allem, weil die Temperaturen hier das Jahr rum absolut traumhaft sind. Zwischen 21 und 26 Grad. Wo sonst kann man zu Weihnachten so eine Sonne genießen? Wir sind aber im Sommer hier, um, ja, ich sag's mal vorsichtig, Abzocken wieder zu entdecken. Gemeinsam mit Ihnen. Vor der Westküste Afrikas liegt Gran Canaria. Bekannt als vielseitiges und erschwingliches Reiseziel. 5 Millionen Touristen lockt die Insel jährlich an. In den vergangenen Jahren waren mein Team und ich bereits einige Male hier. Denn auf Gran Canaria boomt nicht nur der Tourismus, sondern auch eine hartnäckige Abzockmasche. Wenn Sie vor Ihrem Kanarenurlaub im Internet mal die Stichworte Kanaren und Abzocke eingeben, kommen Sie ganz schnell auf die Webseite des Europäischen Verbraucherzentrums. Und schauen Sie mal, was die für einen tollen Comic vorbereitet haben für uns. Davor warnt die EVZ. Sie machen hier Urlaub, ahnen nichts Böses. Dann spricht Sie jemand an am Strand und sagt, hallo, wollen Sie nicht mitkommen und am Gewinnspiel teilnehmen? Dann folgen Sie dem in einer Anlage. Da gibt es dann ein Verkaufsgespräch. Sie sagen erst mal nein, er sagt doch, kaufen Sie. Und zwar Urlaubszertifikate, Timeshare-Verträge. Na, irgendwann werden Sie schwach und sagen, okay, alles klar, Schatz, warum denn nicht? Und unterschreiben. Natürlich gibt es ein Leben nach dem Urlaub. Sie kommen zurück und merken, war das die richtige Entscheidung? Nee, und ärgern sich. Ich dachte, diese Masche gäbe es gar nicht mehr. Ich kenne die doch schon seit Jahren. Irgendwann muss doch mal Schluss sein. Timesharing ist ein Urlaubsmodell. Man kauft ein zeitlich begrenztes Wohnrecht in einer Hotel- oder Apartmentanlage. Zum Beispiel eine Woche pro Jahr. Dieses Wohnrecht gilt je nach Vertrag zwischen 10 und 50 Jahren. Die Verträge kosten mehrere 10.000 Euro. Deshalb leisten die meisten Kunden eine Anzahlung von 10 bis 20% und bezahlen den Rest in Raten. Außerdem fallen jedes Jahr Betriebskosten für Instandhaltung und Service an. Soweit die Theorie. Die Frage ist nur, wie flexibel ist dieses Urlaubsmodell wirklich? Ist es am Ende wirklich preiswerter als einzelne Pauschalreisen? Und vor allem, kommen die Kunden aus den Verträgen raus, wenn sie wollen? Und warum warnt das Europäische Verbraucherzentrum vor dieser Masche? Das erklärt mir Sabine Blanke, Rechtsanwältin beim EVZ. Sie warnen schon seit Jahren, zum einen vor Timesharing, zum anderen aber auch vor diesen Urlaubszertifikaten, die wir ja bezahlt haben. Wofür haben wir denn da aus Ihrer Sicht bezahlt und warum ist das kritikwürdig? Wir warnen ja im Grunde nicht vor Timesharing allgemein. Hier muss man ganz klar sagen, dass es auch durchaus Anbieter gibt, die hier ein seriöses Geschäft betreiben. Das trifft aber nicht auf die Anbieter zu, die wir immer wieder, vor allen Dingen auf Gran Canaria, erleben. Und glauben Sie mir, wenn ich sage, wir sind heute wie eh und je betroffen, wenn uns Urlauber noch vor Ort anrufen und sagen, wir haben da irgendwas unterschrieben, haben einen Fehler gemacht. Und das reicht für uns, um zu sagen, das muss aufhören. Und deswegen warnen wir davor. Warnen Sie davor, weil die Menschen nicht merken, was sie da unterschreiben? Viele sind ja auch in so einer Urlaubsstimmung. Und es wird heute leider nicht mehr, leider in Anführungsstrichen, nicht mehr dieser offensichtliche Druck ausgeübt, den wir noch vor ein paar Jahren erlebt haben. Heute geht es tatsächlich um diese Überredungskünste. Und am besten aufstehen und gehen oder gar nicht erst diese Rubellose annehmen oder einfach den Urlaub genießen, Herr Gissel. Warum sagen Sie, das ist kein Produkt, was Sie als Verbraucher kaufen, unterschreiben sollten? In diesen Modellen gibt es weder Widerruf noch Austrittsrechte allgemein anderer Art. Das sagen zumindest die Anbieter. Und wenn sie aus dem Vertrag rauskommen, müssen sie sich auf ein Gerichtsverfahren einlassen. Und wer hat jetzt da schon Zeit, Lust und das Geld? Deswegen ist es wichtig, diesen Vertrag möglichst so, wie er da vorgelegt wird, nicht zu unterschreiben. Das Modell Timeshare an sich ist gar nicht das Problem. Die Abzocke steckt in den Verträgen und in der Verkaufsmasche. Über die berichten wir seit 2015. Damals verteilt ein Promoter Lose an arglose Touristen wie mich. Und die ziehen völlig überraschend den Hauptgewinn. Eine Woche Gran Canaria Urlaub. Star Price, was ist das? Moment, was? Was denn? Herzlichen Glückwunsch. Warum? Hast du gut gemacht. Sie kriegen einen ganz super Preis. Pass auf,
Entweder ein Internet-Tablet oder eine Uhr oder eine Woche Urlaub. Wie, jetzt oder was? Innerhalb von 18 Monaten. Der Haken? Den Urlaub gewinnt man erst nach der Teilnahme an einer Verkaufsveranstaltung. Das Angebot gibt es nur heute, nicht morgen oder übermorgen, nirgendwo in Deutschland oder im Internet. Das kann man nirgends buchen. Das Problem? Die Verträge schließen einen Widerruf aus. Deshalb ändert die EU damals die Gesetze. Timesharing ist in dieser Form danach nur noch unter strengen Auflagen erlaubt. Festgeschriebene Widerrufsrechte und ein Anzahlungsverbot sollen die Urlauber vor Abzocke schützen. Aber die Betreiber der Anlagen finden rechtliche Schlupflöcher. Auch 2018 sind auf Gran Canaria Promoter weiter auf Touristenfang. Seid ihr bereit? Auf jeden Fall. Ihr habt gewonnen. Eine neue Smartwatch. Die Masche bleibt gleich. Um den Hauptgewinn geht's gar nicht. Hallo, willkommen. Freut mich. Dankeschön, hallo. 2018 geht es um Hotelgutscheine. Und die haben ihren Preis. Drei Gutscheine kosten 2.950 Euro. Diesmal funktioniert das Prinzip so. Die Kunden zahlen vorab 1.000 Euro und buchen online. Erst dann merken sie, dass die Wochenpreise für die Anlagen oft viel billiger als 1.000 Euro gewesen wären. Der Kunde zahlt also zu viel. Die Differenz zwischen Gutscheinwert und Reisepreis streichen die Abzocker ein. 2015 Verträge, 2018 Reisegutscheine. Und wie funktioniert die Masche heute? Und wir dachten, irgendwann müsste doch mal Schluss sein. Nee, ganz im Gegenteil. Gerade hier wieder in meiner Hand aktuelle Zuschauerpost von einem Herrn, dem es natürlich wahnsinnig unangenehm ist, dass er 3.000 Euro bezahlt hat bei dieser Masche und bis heute nicht dann Urlaub machen kann, wann er will. Er will raus aus dem Vertrag und das geht auch nicht. Was Wunder. Wer treibt hier immer noch sein böses Abzockespiel? Wie laufen diese Sachen im Jahr 2023? Das herauszufinden, sind wir nochmal hier auf Gran Canaria. Und ich habe da einige Hinweise auf zumindest Orte, an denen das passiert. Unsere Erfahrung sagt, die Promoter arbeiten vor allem Montag bis Freitag. Also nutze ich das Wochenende, um die Spur aufzunehmen. Ich schaue mir die altbekannten Orte nochmal an. Und genau hier waren wir vor 9 Jahren. Ich entsinne mich an diese Straße, der Leuchtturm hier vorne. Auch in den Zuschauermails der vergangenen Woche immer wieder der Hinweis auf genau diesen Ort. Hier soll die Masche noch immer weitergehen. Das sind die Verkaufsstände, aber offenbar am Straßenrand entsorgt. Hier, ne? Der ist schon... Ja, hier ist schon Müll drin und alles. Ach, schau mal, was hier unter dem Müll zu finden ist. Jetzt wird's interessant. Pass auf. Ich finde ein Bündel Rubbellose. Schon 2018 dienten sie dazu, Touristen zu Verkaufsveranstaltungen zu locken. Dort nutzen die Betreiber von Apartment- und Hotelanlagen die Urlaubsstimmung aus. In vermeintlich entspannter Atmosphäre verwickeln sie die Touristen in Informationsgespräche. Ich will herausfinden, ob die Lose immer noch als Einstiegstrick dienen. Und natürlich, was in heutigen Timeshare-Verträgen so steht. Das ist genau, was wir suchen. Erster Preis, ein T-Shirt. Zweiter Preis, 2 Strandhandtücher. Und dritter Preis, der Star-Preis. Was auch immer das bedeutet. Oh, hier steht's. Das könnte eine Smartwatch, ein Handy oder ein Tablet sein. Und es steht hier, wichtig, der Erhalt der Werbegeschenke ist völlig unverbindlich. Okay, der Starpreis sollte unverzüglich nach der Besichtigung abgeholt werden. Was besichtigt man denn? Den Preis oder möglicherweise wieder eine Timeshare-Wohnanlage? Weil danach sieht diese Einladung hier aus. Die muss man dann auch ausfüllen. Jetzt wird's interessant. Schau mal, was hier steht. Der Promoter hat klare Vorgaben, wie er Touristen ködern soll. Im Hotel stünden die Gewinne zur Abholung bereit. Der Transport hin und zurück kostenlos. Das alles, wer hätte es gedacht, unter einer Bedingung. Der Gewinner muss an einer 90-minütigen Hotelpräsentation teilnehmen. Und bei dem kleinen Teil hier, den die Angestellten auszufüllen haben, wird klar, was die Zielgruppe ist. Also, verheiratet, voll beschäftigt oder beide bekommen Rente.
Alles, was dich zu einem fluiden und wertvollen Kunden macht. Einer, der Geld hat, was du ihm aus der Tasche ziehen musst. Und zwar mit diesen Losen. Zumindest wird so angeworben. Ich vermute, dass hier getrickst wird. Liege ich richtig? Verbergen sich hinter den Feldern jetzt jede Menge Hauptgewinne. Und jetzt wird gerubbelt. So, der eine Stapel, den wir hier verpackt. Hauptgewinn! Hauptgewinn! Kaum zu glauben, kaum zu glauben. Das hier ist offensichtlich der Stapel mit den Hauptgewinnen. Und das hier, der andere. Ah, das sind nur die kleinen, schau mal. Schau mal. Das hier ist der Stapel mit den, ich sag mal, Trostpreisen. Wie die jetzt gemischt werden, weiß ich nicht. Aber man kann sie mischen. Man kann also sozusagen dem einen den Hauptgewinn, dem anderen was quasi Wertloses geben. Auch gut zu wissen. Komm, aber jetzt, bevor uns hier noch jemand vielleicht Diebstahl vorwirft, weil ich habe es im Müll gefunden, würde ich trotzdem gern wieder dahin zurücklegen. Weil vielleicht sind es ja Arbeitsgeräte der Person, die wir hier suchen. Die Masche scheint weiterzugehen. Genau wie damals. Schau mal hier. So kann der Promoter jeden Gewinn steuern. Ich will der Sache noch mal auf den Grund gehen. Lege die Lose zurück an den Fundort, denn sie werden mit Sicherheit noch benötigt. Und zwar am nächsten Morgen. Dienstbeginn für den Promoter. Seine Aufgabe heute, Touristen ködern, die in Verkaufsveranstaltungen Urlaubsverträge unterschreiben sollen. Aber natürlich unterschreiben da auch manchmal Zuschauer, so wie der Herr, der diesen Vertrag hier unterzeichnet hat. Der hat ihn uns geschickt zur Ansicht. Und das ist das Gute, wir können mal reingucken in die Verträge, die dort angeboten werden und viel zu häufig auch unterschrieben werden. Das ist interessant. In einer sogenannten Unterkunftsreservierung kauft unserer Zuschauer 2 Wochen Urlaub in der Anlage. Nutzbar innerhalb eines Jahres für sage und schreibe 2.995 Euro. Ein Teil wird angezahlt, der Rest in Raten via Banktransfer. Für mich sieht das nach dem altbekannten Muster aus. Habe ich recht? Das sagt mir Rechtsberaterin Jasmin Erhardt. Vielen Dank, dass wir eine ich sag mal, Expertin in dieser Angelegenheit treffen können. Ganz grundsätzlich mal, was da unten auf den Straßen los ist, ist das jetzt wirklich kein Timesharing mehr? Ist das was Neues? Ich habe diesen Vertrag hier von dem Zuschauer. Mhm. Da geht es auch schon wieder um Unterkunftsreservierung, um Zahlungen. Ist das was Neues oder das Alte in Neu? Wie du schon richtig sagst, das ist das Alte im Neuen so gesehen. Also es hat nur einen anderen Namen, damit es eben nicht so sich anhört wie Timeshare. Und die Leute sagen, ah nee, Timeshare, wissen wir, ist was ganz Schlechtes, das wollen wir auf keinen Fall haben. Nein, nein, es hat einen anderen Anschein, es sind sogenannte Urlaubspakete, wenn du es so möchtest. Aber es kommt zum gleichen Ergebnis. Und das lautet wie und was ist daran, ich sag mal, zu verurteilen? Im Endeffekt ist das der Einstieg in diese lange Spirale. Das heißt, hier zahlen die Leute zwar weniger. Naja, also hier 2.500, 3.000 Euro ist nicht nichts, aber nee, okay, ist überschaubar. Nichts, ist richtig, überschaubar im Vergleich zu 15.000 Euro, wie das am Anfang so war. So, jetzt weiß man, okay, 15.000 möchte man nicht mehr bezahlen. Timeshare hört sich auch böse an, sollte man also nicht kaufen. Also guckt man sich das an, in diesem Fall sogenannte Urlaubspakete. Hier Zertifikat steht hier Zertifikat drauf. Das scheint der Kern der neuen Masche zu sein. Verträge ausstellen, ihnen einen anderen Titel geben und eine andere Laufzeit. Hier steht 1 Jahr. Warum denn nur 1 Jahr? Weil sie sich damit um das Timeshare-Gesetz herum schmuggeln. Wir sprechen jetzt ja über das spanische Timeshare-Gesetz. Ja? Und bei dem spanischen Timeshare-Gesetz ist es so, dass es regelt, welche Voraussetzungen ein Vertrag haben darf, um rechtsgültig zu sein. Nach dem spanischen Timeshare-Gesetz darf ein Vertrag maximal 50 Jahre laufen. 3 bis 50 Jahre so gesehen. Aber wenn das jetzt hier unter einem Jahr ist, fällt es da nicht drunter? Nee, dann fällt es nicht drunter. Und das ist genau der Punkt. Und damit haben wir den Einstieg. Das heißt, uns erwartet da, wenn wir das morgen durchziehen, sagen wir, wir bringen unseren Lokvogel da rein, ein Gespräch unter Druck. Wie würde man das formulieren? Oder ist es ein offenes Verkaufsgespräch, wo mir was angeboten wird, wie meine Scheibe Leberwurst im Supermarkt? Nee, ne? Das wäre schön, aber so ist es tatsächlich nicht. Also was unsere Klienten sehr, sehr häufig sagen, ist, es ist ein wahnsinniger Druck. Am Anfang natürlich noch nicht. Am Anfang kommen sie dahin, ihnen wird das Ganze gezeigt, die ganze Anlage. Das kann durchaus sehr lange dauern. Das heißt, die werden auch schon relativ müde. Und danach, wenn sie dann in diesem Verkaufsgespräch sind, da entsteht dann tatsächlich der Druck. Sie müssen sich entscheiden. Wenn sie nicht sofort entscheiden, dann kriegen sie das Angebot nicht oder kriegen Vergünstigungen nicht oder je nachdem. Ich kenne das alles und das wirklich gibt es immer noch. Es gibt es immer noch. Aber jetzt getarnt als Urlaubsgutschein. Exakt.
Wir werden uns das ansehen. Darf ich mich noch mal melden, wenn ich, nachdem wir das hier erlebt haben, weitere Fragen habe? Kannst du gerne machen. Vielen Dank. Wie geht das Unternehmen vor? Das wollen wir selbst erleben. Und das geht nur auf einem Weg.